Ja, Horridor mit O, Freunde der lustigen Basteleien am Büchsenschaft. Ich will jetzt mein vorgestelltes Zweibeimser-Bipod, möchte ich jetzt gerne an meine Büchse anbringen. Und zwar, das will ich jetzt hier dran montieren, dass ich halt mit dem Zweibein arbeiten kann. Dafür habe ich jetzt diese eine Picatinny bzw. die Wifa-Schiene. Die habe ich noch irgendwo rumfliegen gehabt, da die liegen ja immer so rum. So, dafür brauchen wir einen ganz normalen Gewehrriemen Schraube. Dann brauchen wir eine Unterlegscheibe, die mache ich jetzt schon mal drauf. Das sind diese ganz normalen kleinen Gummi O-Ringe heißen die Teile. Das ist dafür da, dass wir nachher nicht irgendwelche Probleme haben beim Fest montieren, weil wir müssen das ja hier durchschrauben. Und da bleibt manchmal immer so 1 oder 2 mm Platz über, dann wabbelt das hin und her, das klackert und das nennt sich dann halt Entklimpern und das grenzen wir damit dann aus. Jetzt haben wir die Unterlegscheibe hier an dem, also hier kommt der Gewehrriemen ja dran, ne? Und hier ist jetzt die Unterlegscheibe drin, dann wird das nachher hier drauf geschraubt. Ich habe das gerade mal mit einer Ahle aufgebohrt, ne? Also im Keller, da wo das mit der anderen mit der Dose da gemacht hatte, da habe ich das gleichzeitig gemacht. Und wenn ich jetzt den draufschraube hier nachher, dann habe ich da schön fest gummiert den Ring dran. So, dann brauchen wir noch eine kleine Schraube. Da habe ich entschieden für eine kleine VA-Schraube. Wir brauchen einen ganz kleinen Schraubendreher. Den machen wir mal gleich mal fest. So, zack. Ich habe das soweit schon mal angezeichnet. Das heißt, ich habe die Schiene, oder so, Schiene hier vorne in das Loch fixiert quasi, habe das da reingetan. So, hoppala, eine Hand wieder zu wenig am Körper. Also ich habe das da drauf gemacht, habe es festgeschraubt, da wo es hingehört. Und dann hieß es hier festmachen und zwar damit. So, dann nehmen wir uns einfach einen Inbus, den wir auch mal so rumfliegen haben überall. Und damit können wir dann halt durch diese Öse, hoppala, durch die Öse hier durch. Ich muss mal ein bisschen weiter rüber halten, aber blöd wegen dem Zielfernrohr, das will ich nicht auf dem Tisch ditchen. Also müssen wir das jetzt nicht ganz so festmachen, nur so ein bisschen. Und dann haben wir automatisch dann die Entfernung, wo wir hin möchten. So, das mache ich einmal kurz ohne euch, sozusagen an der freien Hand, weil ich muss das ja irgendwie hier fixieren. Das mache ich mal in meiner Hand. Jetzt bohrt man da quasi von oben 30 mm oder 40 mm rein. Vergesst nicht, die Späne wegzupusten. Die brauchen wir nämlich nicht. Und dann ist jetzt die Schraube schon fixiert. Schau mal, da ist die Schraube jetzt dran. Da. Ich drehe die jetzt einfach einmal rein. Ganz normal mit einem Kreuzschlitz. Wichtig beim weil wir das ja vorbohren, das machen wir, damit wir da kein Problem mit dem Material kriegen, dass es dann irgendwie platzt oder so, ne? So, dann, wenn die festgeschraubt ist, ich halte es jetzt mal wieder hin. Wir haben jetzt die festgeschraubt, ne? Da. Und jetzt drehen wir hier oben den Gewehrriemen O-Schlaufe oder wie es dann halt nennen willst, weg. So. Jetzt haben wir das einfach vorbereitet. Schiebt man das hier einfach drauf. Hoppala. Und wir klemmen das fest. Und das war schon das Ganze, wie man so ein Zweibein aufbaut. So, ne? Klack, klack. Und das war eigentlich die Arbeit mit dem Zweibein. Da haben wir das erledigt. Gut. Das war eigentlich nur ein kleines How-to-Do. Alter Gummischuh. Und ja, jetzt muss ich den Staub hier wegmachen. Also ein bisschen Bohrspäne habe ich ja. Meine Partnerin ist da so ein bisschen eigen mit. Und ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche auf jeden Fall einen schönen Start in den Tag. Auch ins beginnende Wochenende. Vergesst nicht, ja, heute ist genau das richtige Wetter. Schweinesonne haben wir jetzt heute Abend. Also das Video habe ich jetzt vorgedreht, aber das mache ich dann morgen hochladen. Und dann wissen wir Bescheid, dass alles gut klappt. Ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche einen schönen Start ins Wochenende und weit man's heil, fette Beute.